mein Gesicht, wenn ich bei 93% mit dem Light stehe und Bokorovka bekomme. Uhu. So. Okay, jetzt kein Scheiß machen, alright? Oha. Ich hab's halbe Team hinter mir sitzen. Oh mein Gott. I can't handle the pressure, boys. Er sieht mich. Commander tot, Gunner tot, alles tot. Könnt ihr den 50B bitte killen dafür, Leute? Könnt ihr den 50B bitte für diese Dummheit bestrafen? Okay, gut. Ist noch nicht vorbei. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist noch alles drin, Leute. Kein Grund zur Panik oder zur Sorge. So, einmal löschen, bitte. Bedankt. Der Light cruist drüben rum. Das ist sehr nett, kommt mir äußerst entgegen. So, liebes Löschkommando, ihr könnt auch gerne aus der Mitte mitlöschen. Würde mich auch freuen. An sich ist mir egal, von wo ihr löscht. Hauptsache, ihr löscht. Gleich die Lücke überbrücken hier. Nice, sind wir auch durch. So, ich danke euch. Vielen Dank. Ja. Leute, es wird an der Zeit weiterzufahren. Das heißt, die W-Taste zu drücken. Mit der W-Taste fahrt ihr nämlich vorwärts und bekommt demzufolge auch Schussfeld auf die Gegner. Nicht wundern, Mailand aus dem Voiceover hier. Ich wollte die Zeit nutzen, während ich mich hier an die Gegner ranpirsche, um zu erläutern, warum ich die gegnerischen Panzer aufkläre, mein Panzer aber nicht aufgeklärt wird. Hat zum einen mit einem großen Tarnwert Unterschied zu tun. Der Tarnwert meines leichten Panzers liegt bei ungefähr 35-40%. Der Tarnwert der gegnerischen schweren Panzer liegt bei ungefähr 3%. Zusätzlich habe ich das Sichtsystem des Kommandanten verbaut, ein Zubehör, welches den Tarnbonus der Vegetation verringert. Egal wie viele Büsche zwischen einem selber und dem gegnerischen Panzer sind, die maximale Tarnung beträgt 80%. Mit dem Sichtsystem des Kommandanten wird diese maximale Tarnung auf 60% runtergebrochen. Das heißt, ich spotte die Gegner nicht erst auf 70 oder 80 Meter, sondern schon wesentlich früher auf über 100 Meter. What the fuck? Okay, die Grillen sind nicht hier. What the hell? Wie bitte? Ich will einmal den SCB rauslöschen. Danke. Ich traue mich hier aber auch nicht rüber zu fahren. Aber genauso kann ich nicht in den Proxy-Spot fahren da drüben. Nee, wir machen das folgendermaßen. Ich fahre zurück. 268 drüben. Okay, immerhin unsere Leute treffen. Gut. Wo sind aber bitte die Grillen hin? Eine drüben. Einmal löschen, bitte.
Okay, ich werde mal Stellung halten hier. Huh. 9.000 Spot, Leute, nach dem Start. Wer hätte das gedacht? Da steht noch einer. Okay, gut. Oh mein Gott. Oh mein... Damn, Leute. 11.500. Und es lebt noch eine Menge. What the hell? Come on, Arti. Lass dir schmecken da hinten, bitte. Geil, wie stumpf unser Team einfach nur dasteht. Ey, Schattenfee, danke. Für den Raid. Was machen die Gegner, ja? Und was machen die Verbündeten? Was macht WoT im Allgemeinen? Oh, der hat nicht mal viel, der S-Kong, ne? Lohnt eigentlich nicht hier zu bleiben. Ich würde mal wegfahren. Die kann die Arti-Rose rausbomben, ne? Das sind 1000 oder so, die in der Ecke stehen. Nice. Was ich sehr gern versuchen würde, ist irgendwie Blickrichtung, Blickfeld. Auf die Grillen zu bekommen. Ich stelle mich hier rein, um das da sehen zu können. Die Heavys sehe ich auch, sobald sie hochfahren. Ich habe überlegt, darüber zu fahren. Traue ich mir aber wirklich nicht wirklich. 12.000 Assist, okay. Was macht der IS-7? Wo ist er hin? Der traut sich nicht, ne? Ich glaube, er steht da. Ja, da ist er, genau. VZ, let's go. VZ ist offen. Wir werden wahrscheinlich gleich pieken und versuchen zu schießen. Falls dem so ist, dann sollten sie auch aufgehen. Nice, warte, Patton. Oh, Leo ist da oben. Okay, ich hau mal ab hier. Das lohnt nicht hier zu bleiben. Schönes Ding. Oh, nice. Darauf habe ich gewartet. Und ab durch die Mitte. Grille noch Full HP. Ich springe rüber und fahre da in den Gebüsch rein. In den Gebüsch. Ich weiß nicht ganz, wo die Grille hin ist oder was die da jetzt macht, wie die da steht. Sieht nicht. Crap, Leute. Oh mein Gott. Ich sehe ihn nicht mit seiner Grille, aber er eiert halt da hinten rum. Okay, die Jungs da drüben haben andere Hobbys. Ich lunge mal rüber. Ich sehe ihn nicht. Bruder. Eine Grille ist noch unspotted. Oha, hallo. Schön, schön. Come on, come on. Ballert der Grille, hart rein. Nice. So, 7-7 von hinten spottet mit. Schönes Ding. Ein Grille steht ganz oben. Schieß mich nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, gut. So, jetzt habe ich ihn in Sicht weiter oben. Sobald er schießt oder irgendwas macht, sich nur bewegt. Irgendwas ist er offen. Da ist er. Ich spot ihn leider nicht. Null Assist bekomme ich dafür. Okay, nice Baumkrone. Mist. Come on, Leute. Come on. Der Dude hat ein Skill.
Ein Tarnwärts, der Wahnsinn. Er ist raus. Kein Assist leider. Scheiße, ich hätte den machen sollen. Da drüben ran. Mann. Okay. Aber ich glaube, über 14.000 Assists sollte ich mich nicht beschweren, oder? Aber wie lange das gedauert hat, ne? Wahnsinn, Mann. Ja, er macht mich noch. Gut. Alter, what the hell? Wie knapp die Runde auch war. Oder wie lange das gedauert hat dafür, dass alles oder so viel so lang gespottet war, ne? Und eigentlich, ja gut, egal. Mir soll es recht sein. Holy moly. 14.500 Assists. Alter. Oh, 15.000 kombinierter Schaden in der Runde. Ja, kein Ace-Tanker, by the way, das stimmt, ja. Spotten wird halt null oder kaum irgendwie belohnt, ne? Boah, aber Leute, der Anfang, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Der CS schießt mir Gunner und Commander raus. Vorher schießt mir irgendjemand anders den Commander raus. What the hell? Das kannst du dir nicht ausdenken, solche Aktionen, oder? So, ein Gunmark bei 94,99. 94,55, okay. Na dann, das gleiche nochmal und dann haben wir's. Das waren jetzt 2%, ne? Fuck. Willst du mich verarschen, EPR?